Thank you.
Schwarzfusch 30 Paar, links das Weibchen, rechts das Männchen. Das Weibchen mit schwarzem Strich an Unterschwanzdecke. Hier ein sehr schönes Schwarzfusch 30 Männchen. Schwarzbusch-30 Weibchen brütet auf dem Nest. Hier ein Dreiergelege. Die Eier werden am dritten Tag durchleuchtet. Junge Schwarzbusch-30 im Nest. Erster Tag. Am zweiten Tag wurde nicht gefilmt. Dritter Tag. Vierter Tag. Fünfter Tag. Sechster Tag. Siebter Tag. Jungvögel sind sehr gut gefüttert. Achter Tag.
An diesem Tag werden die Jungen beringt. Die Ringe werden mit Speichel befeuchtet, damit sie besser über die Ständer gleiten. Neunter Tag. Zehnter Tag. Vierzehnter Tag. Schwarzbuschzeisige am 17. Tag. Achtzehnter Tag. Schwarzbuschzeisig circa 4 Wochen alt. Schwarzbuschzeisige Alt- und Jungvögel in Gemeinschaftsvoliere. Junge Schwarzbuschzeisige bei der Aufnahme von Wildsämereien. Hier halbreife Nachtkerzensamen. Schießen wir ihn noch, ja? Ja.
ein spezielles Keimfutter, oder? Oder ist das vom Gärtner? Das ist 60, 1a. Oder speziell. So halt noch. Die würde ich dann noch irgendwo drunter mischen. Aux. Ist das ein feuchtes? Nein, trocken. Ein feuchtes, aber auch mit Jägersalz. Aha, mit keinem Jägersalz. Und das nehmen Sie auch auf? Das sind ja Melder oder ja, was ist das? Ja, die so drauf drin. Sind das Melder oder? Sieht man gar nicht, ja. Sieht das drinnen so aus. Wie viele Junge hat die? Vier. Vier Junge. Und heute wieder das erste Ei. Ja. Gut. Und wie alt sind die jetzt, wenn die jetzt ausgeflogen sind? 34 Tage. 34 Tage. Und das ist halbreife Kolberhose und Silberhose. Jeden Tag gibt es das frisch. Jeden Tag frisch. Ja, meistens abends. So, 5 bis 6 Uhr. Und jetzt frisch ja auch einen. Befeuchten quasi. Ja. Ja. Gut, was gut feucht machen. Du schaust mir den Chicorée anschneiden und nachher ein Blatt eingeben. Gell? Okay. Gut. Oder schon was mit dem Bier jetzt da weißt. Frisch geschlüpfte. Putzen wir schon was weg, oder? Ja. Wie alt sind die jetzt? Zwei Tage. Zwei Tage. Und das sind jetzt Magele. Magele. Gut. Das ist schon toll. Das ist aber eigentlich. Und das sind auch? Magelang. Auch Magelang. Und Eifutter, wenn gibt es Schnüsse? Das kriegt sie auch hier. Kriegt sie auch mit. Und da die Schale da mit Kalk und ist das Krit? Das ist Krit, das ist Kalk, die Vogelmineralien, dann der Taubenstoff, der Klaus. Und dann noch ein bisschen Sand. Ein bisschen Sand dazu, ja. Ausnehmen. Und halt den Muschelgrill, den Gräber. Das heißt, es ist eigentlich unterschiedlich. Ein Tag ist, dann der Tag könnte, je nachdem. Mhm. Thank you.
Und die Gelbauch, die sind. Ach, das sind schon junge da. Das sind auch schon Ölbauch, gell? Ja. Vier Stück würde ich auch. Vier junge da drinnen. Gelbauch 30. Kapuze drin. Ich habe mir so einen Jungen geht und die dann halt fünf Felder hochgeht. Und dann halt einen runterrecken, weil sie so schlecht sind oder so. Ja. Thank you.
junge Kapuze. Ja. Die sind mal raus schon ein bisschen. Ja, 14 Tage. Wie viel? 14. 14 Tage. Ja, die fliegen da später aus wie die Dürre. Ja, gut. Schwarzbusch 30, wie viele Junge hast du da? 6 bis jetzt. 6 Junge. Das ist ein Hof, der wäre auch gut. Nein, die Junge gehen nicht befruchtet. Ja. Das ist besser. Ein Kapuzer, wie viele Junge hast du da? 16. 16 Junge. Die Schüssel ist ja auch ein Schuss. Oder frisch, die falsche Seite. Das hebt ja auch ziemlich viel, wenn man ziemlich viel Kleinfutter rein tut. Das ist nochmal rein. Ganz. Die Sonnenblume dann auch gern auf, ja, die Kapuze. Ja. Das zweite Mann wird ganz schwer. Das ist ja heute von der Maria, ja, Champion-Kollektion. Wo sie da jetzt schmeißt, mal Champion. Das ist der deutsche Karoline-Champion. Jetzt sieht man am Weichler, wenn der Schnabel rum ist, der auch ganz schön gliediert. Gliediert von der Junge, ja. Wie alt sind da die Junge jetzt da? Die sind jetzt 28 Tage alt. Ah ja, ne, klar. Kurz davor, um 30 Uhr. So, jetzt sind sie dann mal runtergeflogen zum Futter, ja. Ja, gar nicht. Das ist so drüben. Du bist auch nicht mehr hinein, oder? Ja.
ist der Rand von der Nase. Die
sind aber schon viele Öl da, ja. Kokosfasernschnabel. Ja. Das ist auch der Putz vom Leben. Übermorgen hat sich so ein Leben. Für die alte Fütterung ja. Nest. Thank you.
paar schöne schwarze Buchstaben, oder? Mhm. Jetzt auch vier Junge, gell? Ja. Die Vierzehner rechts, ja. Mhm. Der von mir aus die vordere Vierten früher. Ja. Super gleich, ja. Ja. Okay. Sind das da drinnen? Ja, ja. Bin ich noch frisch. Den Follower hast du, oder? Ja. Ah ja, das ist ein Verschnade. Mit nicht so. Ja, ja, ja. Super gut.
Rapsfegel dann, oder? Ja, ja. Ein paar schöne Gefäße. Gute Kollektion. Hans-Joachim Rein wurde 2002 auf der CUM-Schau in Ypres, Belgien, mit Jarel Zeissig Einzelvogel Weltmeister. Ich besuchte den Weltmeister und konnte die Zucht der Jarel Zeissige bis ins Detail filmen. Hier setzte er ein Männchen zu einem Weibchen, um das Balzverhalten der Jarel Zeissige zu zeigen. Leider ließ ich das Weibchen nicht befliegen, weil es sich durch meine Kamera gestört fühlte. Hier ein paar Jarel Zeissige in der Zuchtbox. Hier ein Gelege mit 4 Eiern. Hier ein 5er Gelege. Und hier 5 befruchtete Eier. Hier rudert das Weibchen auf neugeborene Jungvögel. Die Jungvögel wurden schon von der ersten Stunde ab sehr gut gefüttert. Man sieht dies an den gefüllten Kröpfen. Mehrmals wird das Nest vom Weibchen angeflogen, damit durch die Erschütterung des Nestes die Jungvögel zum Schnabelsperren animiert werden. Das Weibchen war erfolgreich. Sie kann nun die Jungvögel füttern. Nach erfolgter Fütterung werden die Jungvögel wieder gehudert, damit sie nicht auskühlen. Sehr oft verlässt das Weibchen das Nest zur Futteraufnahme. Thank you.
Halbreife, tiefgefrorene Silberhirse ist ein begehrtes Aufzuchtfutter. Es wird sehr gierig aufgenommen. Gekeimte Negersaat, Eifutter und gefrostetes Mädesüß ergänzen den Speisezettel. Und wieder werden die Jungvögel gefüttert. Hier sieht man das Männchen zum ersten Mal am Nest. Es säubert das Nest vom frisch abgesetzten Kot der Jungvögel. Und wieder werden die Jungvögel vom Weibchen sehr gut gefüttert. Das Männchen sitzt am Nestrand, das Weibchen hudert die Jungvögel. Mädesüß, eine hervorragende Futterpflanze für Jahrelzeisige. Halbreif wird sie sehr gierig aufgenommen und an die Jungen weitergegeben. Mungbohnenblätter wird als Grünfutter während der Zucht angeboten. Das Grünfutter wird in Plastikschalen herangezogen. Mungbohnen, gekeimte Negersaat und halbreife Silberhirse wird im Wechsel aufgenommen. Dann wird das Nest aufgesucht, um die Jungvögel zu füttern. Sieben Tage später besuchte ich wieder Hans-Joachim Rhein, um den Fortschritt der Jungvögel festzuhalten. Hier sieht man schön, wie Grünfutter und halbreife Sämereien an die Jungvögel weiter gefüttert wird. Das Nest wird sauber gehalten. Frisch abgesetzter Kot der Jungvögel wird vom Weibchen aufgenommen und verschlungen.
eifrig wird wieder Mädelsüß und Silberhirse aufgenommen. Wieder wird mehrmals das Nest angeflogen, bis die Jungvögel ihre Schnäbel sperren. Auch das Männchen beteiligte sich eifrig bei der Fütterung der Jungvögel. Die Jungvögel wurden vor dem 7. Tag beringt. Sie sind sehr gut gefüttert. Und wieder wird eifrig von den Eltern Futter aufgenommen. Das Weibchen erwies sich als ein sehr gutes Elternteil. Es fütterte Junge sehr eifrig. Hier die Jungvögel nach mehrmaligem Füttern der Eltern mit prall gefüllten Kröpfen. Hier erklärt mir Hans-Joachim Rhein, wie er sein Keimfutter zubereitet. Perilla hell keimt auch. Andivius, die kleine. Dann Salatsamer Reis. Dann die kleine Sonnenblume. Und Negersaat. Kommt in den Strumpf rein. Und so runde. Und dann etwa 2 Stunden gewässert. Jetzt die von gestern, Schreinenägersaat, sieht man schon, Keim. So, die kannst du jetzt
Die spüle ich aus. Das ist jetzt genau 24 Stunden an. Und dann kannst du es abtropfen lassen und dann kommt es ein bisschen in den Kühlschrank zum Morgen früh. Ganz so weit, das lasse ich noch bis morgen drin. Aber man sieht auch schon leicht die Keimspitze, gell? Mhm. Ja. Hätte es irgendwie eine keimtötende Wirkung bekommen. Kann man aber nicht vorstellen, oder? Also klar, aber soll sich aber normalerweise Keime bilden. Ja, aber so Schimmelding und so. Das passt dann ein. Das ist mal so gestern. Für morgen früh. Das lässt jetzt so bis morgen früh. Bis morgen früh, dann kommt das raus. Mhm. Die zwei sind für. Ne, das ist es. Das kommt raus und die zwei sind für den Tag drauf. Ja. Hier wird das Keimfutter verabreicht. Neun Tage später besuchte ich Hans-Joachim Rhein ein drittes Mal. Die Jungvögel waren prächtig gewachsen. Die Jungvögel wurden von den Eltern eifrig gefüttert. Getrockneter Rheinfarn wurde auch als Futter angeboten. Er wurde sehr eifrig gefressen und an die Jungvögel weitergegeben.
Die Jungvögel sind kurz vor dem Flügewerden. Ein Traum eines jedes Züchters. Die Bilder sprechen für sich. Auch das Ausfliegen des ersten Jungvogels konnte ich mit der Kamera festhalten. Am ausgeflogenen Jungvogel erkennt man, dass die Jungen sehr gut gefüttert wurden. Der Jungvogel kam außerhalb des Nestes sehr schnell zurecht. Die Eltern sind wieder sehr eifrig bei der Futteraufnahme. Hier Mädesüß und halbreife Sonnenblumen, die kleine Art, halbreife Silberhirse und getrockneter Rheinfarn. Hier zeigte mir Hans-Joachim Rhein den getrockneten Rheinfarn. Rheinfarn, ein beliebtes Futter für Jahrhundertsäisige. Der erste ausgeflogene Jahrhundertsäisig wurde auch außerhalb des Nestes von seiner Mutter gefüttert. Die verbliebenen Jungvögel im Nest waren ständig in Bewegung. Auch Körperpflege wurde betrieben. Die drei Nesthäkchen wurden von der Mutter nicht vergessen.
Der ausgeflogene Jungvogel sieht weltmeisterlich aus. Und wieder Körperpflege. Die drei Jungvögel wurden von der Mutter in sehr kurzen Abständen gefüttert. Hier verabreicht Hans-Joachim Rhein den abgesetzten Jungvögel der ersten Bruden, frisches Mädesüß, Silberhirse, Mungbohnen und Sonnenblumen. Eifrig machen sich die Jungvögel an das frische Futter ran. Die jungen Jarell-Zeisige beginnen sich schon umzufärben. Mädesüß, ein beliebtes Futter. Hier tiefgefrorene kleine Sonnenblumen. Hier die abgesetzten Jungvögel der ersten Bruten. Die Jungvögel kommen später in größere Volieren. Ältere Jungvögel in größeren Volieren. Jungvögel zusammen mit Altvögel. Jungvögel in der Mauser. Prächtig anzusehende Vögel. Gemeinsam mit Schwarzbuschzeisige und Gelbbauchzeisige fliegen die jungen Jarell-Zeisige mit Altvögel Jarell-Zeisig umher. Hier sehr schöne Jarell-Zeisige Männchen. Und zum Schluss zeige ich noch die Futterpflanzen der Jarell-Zeisige in der freien Natur.
Sonntagmorgen habe ich wieder. Columbia. Sie sind am Sonntagmorgen waren sie da. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Viereinhalb Tag, ja. Ja. Columbia. Alles ist voll, kann ich sehen. Aha. Aber der andere, weißt du, die kennen wir noch. Der, der jetzt noch vorkommen ist auch, der ist halt schlanker. Aber auch schön, der Spiegel, gell? Aber ich, das sind die richtigen. Die erste, die ich gekauft habe, bei Matthias, sind so ausgesehen. Was die, also, die jetzt ausstellst, die? Sind sie so was ausstellst, da? Ja, die 1200 Mark habe ich für Smart gesagt. Dann habe ich 2400 Mark ausgegeben. Und dann habe ich eingesetzt, die zwei Bauern und keine Jungs gezogen. Thank you.
sauber an, der Hanna. Der Aario, der Hanna. Aber ich denke,
Okay, ich weiß jetzt, ich brauche eine Siebzehne. Die Teigsorte angelegt. Die normalen sind die Leute keine Lust. Ich meine, bei den Schwarzen, die kommen ja spät raus. Gell? Die kommen ja auf der 23, 24 Tag raus. Gell? Ja, du hast auch gesagt, recht lang und die dann nicht. Und wenn sie aber dafür auch schnell futterfest, gell? Ne? So. Also diese Hannes sind jetzt. Mal gucken, oh, da ist schon dran. Also die sind schon bestimmt 35 Tage alt. Und jetzt habe ich, als ich aufgehört, jetzt habe ich die, so die Kapuzen und so, die hat der ihre abgesetzt und die hat voll Futter gesetzt. Also drei oder nur Scheigern. So, ist das jetzt in der Schale drin, oder? Keimfutter? Keimfutter mit Perle Morbide und ein bisschen Aufzugfutter und Herze. Backe. Also so eine Blume, das ist mexikanische. Ja, heißt auch so eine Blume. Das sind ganz, ganz kleine, so eine Blume, sagen wir. Die Stelle, die ich als letztes im Stammtischfilm hinter nachgesetzt habe, wo der große Grüß war. Und die hast du draußen im Garten und tiefgefroren. Und die gibst du jetzt den Schwarzseisig. Ja, ich habe nicht mehr arg viel. Gut, Schwarzbrust presst relativ gut, Schwarze eigentlich auch. Und wir haben den gar probiert, weil ich nicht mehr viel habe. Das ist jetzt das Reinfarmen. Reinfarmen, gell? Das ist der Reif halt. Überreif. Überreif, ja. Weil sie Halbreif nicht fressen, oder? Ja, ich weiß ja, da hängt ziemlich viel drüber gleich. Das heißt, wenn er, also wenn dann so halbreif anders ist, soll er sehr giftig sein. Ja. Wobei ich einfach mal, wenn Vögel, ich weiß ja nichts, was giftig ist. Ja. Ja, ich baue jetzt rein. Und die, was ist das, eine Fichte oder Tanne? Tannenzweig? Ja, das ist so eine Weißtanne. Die Junge hat die Brust in der Foliere, also an zweiter Arm. Die sind, ja, die würde ich jetzt demnächst absetzen können. Die sitzt da schon wieder, gell? Und der Hahn ist von 15.
Der Bauch, wie alt sind die jetzt? Drei Tage. Das Grüne vom Chicorée, oder? Ich glaube eher, dass es von der Erbse kommt, von der Erbse, ja. Das frisst zweitens gerade vom Chicorée ein bisschen weg. Ja. Kriegst du es wieder. Das sind jetzt malende Sonnenblumen. Was ist? Sehr gern. Malende. Also schälte und die gemalte. Ja. Also das weiß ich jetzt. Wenn ich die Auster. Die haben jetzt, ich kann das noch einmal zeigen, im Aldi gibt es Bio, die sind größer. Mhm. Die sind mir fast lieber, weil die tue ich also mit heißem Wasser überbrühen. Und dann lasse ich es dabei gestanden und dann nochmal und dann platzt das Bio. Die brauchst du nicht mehr trinken, oder? Weil die große, weil die packen sie nicht oft, ja, weil die groß sind. Man sieht, die Spitze siehst an der kleinen Saat der Eder. Mhm. Aber wenn du jetzt guckst, da ist zum Beispiel eine Saat, wo keimt ist. Gell? Mhm, dein Finger ist da was. Da auch, gell? Mhm. Was ist das jetzt? Keimfutter vorkeimt und das, wo kaufen kannst? Ja, mit Aufzuchtfutter. Mit Aufzuchtfutter vermischt. Ja, okay. Mir hat das einfach interessiert, ich hätte das schon gehört und dann hat der Günther gesagt, er hätte mit Matthias drüber geschwätzt. Gell? Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt im Internet recherchiert. Und dann mit einem geschwätzt, der hat es gesehen bei einem anderen Züchter mit Stieglitz und die haben das richtig gefressen. Die haben das Futter gefressen wie dumm. Gell? Ja, ist das vakuumiert irgendwie, oder? Ich hole da mal schön die Packung dazu. Ach, okay. Was, dass das jetzt weiter kalt und kaputt war? Das ist alles italienisch geschrieben, oder? Und ist, wenn du doch ein Futter anmachst, was mit Honig oder so, sollst du so viel machen, dass es aussieht, wie wenn es lebt. Und wenn du das jetzt rauslässt, was wie wenn es Fisch ist, bewegt sich. Ja, ja, ja. Das ist ein Feinfisch. Eigenartig. Komisch, ha? Komisch. Ja, aber bis jetzt fressen sie halt hauptsächlich die Saat raus. Gell? Mhm. Und gut, sie verwischen trotzdem immer ein bisschen Aufzugsfutter. Ja, aber sind die Saat dran. Sie dran hängen, ja. Gell? Aber es war ein billig sein, oder? Ich glaube, 7 € ist die Lohnung. Was heißt, Junge? Kapuze? Kapuze. Sind aber jetzt schon 12 Tage alt. Kapuze. So, ich glaube. Ja. Gut. Okay. Das ist von den Weltmeisterfegeln, oder? Das ist der Weltmeisterhahn. Weltmeister ist eigentlich immer noch sehr gut im Schuss. Ja.
ist der Weltmeistervogel. Ja. Super. Sieht aus wie ein Weltmeister. Schon den Eis. Wenn ich schon sehe. Also ich stehe. Steht drauf. Dann ist hier das Weibli dazu. Nächstes Jahr die Weltmeister-Säge, ja? Vielleicht. Aber das ist auch eigenartig. Ein sehr kleiner. Gell? Und den füttere ich gerade zu. Gell? Das ist sonst wäre er jetzt schon weg. Gell? Den tust du selber zufüttern. Ja, mit der Spritz. Also, der kriegt jetzt gleich wieder was. Aha. Können wir vielleicht sogar schön machen. Ja. Weiß auch, oder? Okay, ja. Wenn du so wollen, ja. Wenn willst. Guck, der hat so gut wie nichts drin, gell? Aha. Die Jämmer sind voll, gell? Ja, ziemlich, ja. Bei meinen anderen Jahren teilweise, dass ich euch sende. Bei dir sind jetzt auch nur überall zwei drin. Mhm. Ja, bei mir auch so. Ja. Besser wie nichts. Ich hätte schon ein paar Ketten mit vier. Ja, aber. Das könnte auch regelrecht immer vorher wollen. Breitwäger ist ein Schauder. Lägebreit. Im Schwarzen. Warmes Wasser. Ja. Dann kann ich mal spritzen. Da ist also das Desinfektionsmittel drin. Also ich tue das sauber desinfizieren. Gell? Mhm. Immer. Mach das sauber. Desinfektionsmittel in den Behälter brennen da. Das, nein, das ist da drin. Das brennen geht jetzt ja, ja. Das macht nur sauber. Ja. Nur durchspielen quasi. Das ist das F10. Desinfektionsmittel. Vermischt mit Wasser. Das. Ah ja, okay. Relativ schnell aufziehen, mhm. Weil wenn es so arg fest ist, dann kriegst du nicht mehr einen Spritz. Mhm.
soll es aufziehen. Zieh es auf. Luft raus, ne? Ja. Wie beim Arzt, da wie ein Impfung. Ja. Ja, gut. Also, ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn sie noch ganz klein sind. Weil sie da gern in die Luftröhre was einklappen. Echt? Also ich gehe auf die rechte Seite vom Vogel. Komm. Rechts nach links. Das ist natürlich die wichtig, die andere Bettler zwar auch, aber die kriegen nichts. Gell? Naja, das ist ja falsch, wenn die auch vor. Ja, ja. Gut. Ja, wir haben ja nie gesehen. Ne? So was. Also ich habe früher mal Dings gehabt, Eumokanarie mit roten Augen. Und die waren so schwach, wo die aufs Bett gekommen sind, die sind immer noch hinten runtergefallen, gell? Und die hatte ich damals auch mit der Spritze 2 Tage gefüttert und dann war es relativ stabil, gell? Ja. Interessant. Jetzt kommen die Schwarzen wieder zu der Hörung, ne? Ja, zwei kleine. Jetzt müsst ihr wieder abspielen, alles. Ja, jetzt will ich mal das probieren, was der Peter gesagt hat. Ne? Bitte wieder. Du nimmst die. Ja, und du brauchst dann einfüllen und durchdrücken. Hinten aufmachen, oder? Ja, genau. Die Tolle. Kann ich jetzt noch nie gemacht. Reicht ja, oder? Und auch dem Vogel, dem Jungen, der Knäbe, oder wie? Mhm. Mit der Sonde, oder? Ja, mit der Sonde. Aber, hör auf. Da kommt dann der nächste. Ich muss ein bisschen drücken. Ich muss aber aufpassen, dass dein Spitz zur Platze tut. Jetzt kommt das, oder? Kommt's, ja. Gell? Ja. Wir haben schon die Gräser auf und schon diese Gräserkanäle. Gräser, ja. Das funktioniert dann. Ich bin ja gespannt. Wow. Aber ich meine, ich hatte mir ja nichts reingeguckt, wie das gerade ist. So, oder? Ja? Das ist oder so, ja. Ich glaube, das ist ein anderer Fall. Das ist wunderbar. Oh Gott. Das sieht aus wie ein Wurm. Ja. Aber der Vögel ist wahrscheinlich weg. Der liegt jetzt so quer drin, oder? Das ist ein Loch. Ich stehe da schon an. Das ist die Droge wahrscheinlich. Ja. Ha? Ja, war kein Gefühl. Das ist ein Leckerchen, oder? Hat er jetzt geschluckt, ja? Ich will aber nicht viel. Das muss ich mal probieren, das mache ich gleich doch. Ja. Ja. Gut. Dann habe ich ein bisschen, da hin über ein bisschen Öl.
jetzt nicht, weil der wenn sie groß ist, ist ja nicht wieder schlimm, weißt du? Ja, ja. Du kannst das wunderbar auflegen. Die Flütsche dreht sich so, die Flütsche dreht sich durch. Okay. Gut. Auch wieder was Neues gesehen. Ja. Den Chicory. Du tust den gleich in den Kaufer durch, ins Wasser stellen. Oder du tust ihn so, ich habe als ein paar Tage im Kühlschrank und so wie ein Brot tun raus und ausschneiden und dann erst ins Wasser stellen. Ich muss sagen, das ist seit dem letzten Stammtisch habe ich erst wieder Zigarre. Weil ich glaube auch, sie fressen so, aber ich glaube nicht, dass das so viel Inhaltsstoffe drin sind. Da tust du jetzt bei Chicory-Blätter so verhäckseln. Ja, das habe ich jetzt probiert. Aha. Hast du das öfters gemacht? Oder? Ja, ich habe jetzt seit dem letzten Stammtisch wieder ein bisschen Versuche gemacht in der Richtung. Hast du jetzt mehr Zeit? Also ich tue zur Zeit auch für die Jungen, wenn sie gleich futtern, mache ich Rührei in der Mikrowelle und tue das verhäckseln mit dem und mit Aufzugsfutter zusammen vermischen. Mit dem Chicory verhäckseln? Nein, Chicory jetzt extra. Extra. Kaffeemasche eigentlich auch drin, ja, die wollen wir doch holen, wenn man so fähig ist. Der ist groß wie eine Bockhunde, gell? Ja, ja. Ja, ich habe auch letztes Mal mehr gemacht. Ja. Und jetzt tue ich, wenn der jetzt Aufzug zu normal tut, dann geht es besser. Ja. Und zwar ist das Easy Gym, was relativ viel Feuchtigkeit aufnimmt. Habt ihr das schon mal gesehen, oder? Wie man das auch macht. Nee. Und das tue ich dazu rein. Hier ist das Easy Gem. Ich sag gleich nochmal was dazu, gell? Ja. Das tue ich zum Aufzug zu der Fortuna. Weil das einfach dieser Bitterstoff, ja, was ich ganz fresse, finde ich, ist sicher nicht schlecht. Ja. Und das Easy Gym, brauchst du ein Teil Wasser. Ist das von England oder das Easy Gem? Nein, das ist ein Türke, der das in Deutschland vorbei. Und der hat diese große, seht euch, Agri-Kanarie was. Das sind also so schon riesige Kanarie. Und der füttert sie mit dem und dem Rührei dazu erläutert. Sonst nichts anderes. Also kann man versuchen. So. Drei Teile von dem Futter dazu. Hast du da jetzt Wasser mit drin? Ja. Ein Teil Wasser, drei Teile von dem. Von dem Easy Gem. Ja. Das tust du ein bisschen durch. Und
Wenn du normales Eifutter anmachst oder feucht machst, dann wird es so, ja, so pappig, so krümelig. Gell? Ja. Und das, also nochmal schön 2 Minuten stand lassen. Also ich nehme das sehr gerne gerade als Aufzuchtfutter. Zum Keimfutter, da tue ich es natürlich noch nicht anfeuchten. Gell? Mhm. Guck mal, das ist jetzt wie es ist, so richtig so fluffig. Gell? Mhm. Und riecht, wenn die Vögel riechen anders wie mir. Gell? Dann kann ich mal los, wenn ja. Ich Vogel wäre und hätte so riechen, hätte ich das fressen. Gell? Ja, Banane, gell? Banane, oder? Ja. Ja. Das ist eine Zeisigkeim-Futtermischung mit viel Negersaat zusätzlich und diese kleine Sonnenblume. Die genau, Kleine, so mache ich so mache ich. Ich mache praktisch eine von Platten, das ist Zeisig spezial. Aha. Dann habe ich praktisch 2 Einheiten. Eine Einheit mit Negersaat und eine Einheit mit Lemonin. Ja. Ja, sind das geschälte so oder sind das geschälte Sonnenblumen? Geschälte Sonnenblumen sind das, ja. Oh, ja. Die muss so kaufen kann. Die hole ich beim Bäcker. Beim Bäcker. Beim Bäcker. Ja. Weil ich denke, dass der halt weiße Ware hat. Ja. Und die ist jetzt von gestern Abend. Gell? Also die habe ich seit gestern Abend im Keller. Du sie sehr gut trocknen, gell? Also die ist jetzt auch feucht. Und dann kommt ein bisschen von dem Easy Gem rein, weil das Feuchtigkeit sieht. Gell? Noch. Und da tue ich noch Ding rein, Holland Koma, weil sie das einfach ganz gern fressen. Das fressen sie noch eigentlich gern, das habe ich ja. Bloß wenn ich jetzt das Easy Chef rein tue, mischt sich sehr viel von dem Holland Koma rein. Weil das ist sehr fein, schon von vornherein fein und nimmt auch die Feuchtigkeit nicht so hoch. Ja. Nein, ich habe es wieder gegessen. Naja, aber. Das riecht gut, ja? Denke ich mir, das kann eine Säule gekriegt sein. Ja. Hole meine auch so schön, ja? Nur Ei und
Easy Gem. Easy Gem habe ich mit dem Ei. Ja, also wenn ihr wollt, mache ich mal also. Nein, das ist okay so. Sie können schon in Mikrowelle in 2 Minuten schon machen. Also das Ei machst du in der Mikrowelle. So glauben das? Das glauben. Und dann kommt das wie so. Wie so ein Pfannkuchen raus. Und dann kommt das in den Frauenmixer rein und dann wird es sehr fein. Gut. Und jetzt hast du eine tiefgefrorene Erbse. Erbse. Da habe ich jetzt extra kleine und große genommen. Gell? Und die kleine habe ich noch ein paar Ketten. Das andere sind die große. Und wie tust du das auch? Kommt da mal drauf. Wie tust du das? Die Holzmatte, oder? Ja, so von der Leitung. Ja, ja, ja. Ich lasse aber in der Stande und dann hast du jetzt nochmal, gell? Okay. Die Länder sind ja normal. Weil, wenn du den Bogen aufguckst, das ist da unten in dem kleinen Verhältnis drin, ne? Hat der Stiel. Das ist ein Toll, ja? Man sieht viele und viele. Ja, 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 ja. Das hat aber nicht auch. Trotzdem, wenn du mit so einer kannst du das auch noch viel machen. Okay. Ja? Ist ja nicht mehr du? Jawohl. Mal mit in den Garten. Mhm. Bei Frau wird sich freuen. Ja. Also da wird Mans hoch. Das hast du jetzt. Das ist jetzt euer Ei verquirlt. Ja, das ist tiefer. In der Mikrowelle. 2,5 Minuten. Aha.
Aber wenn du willst. Ich muss immer viel Wasser schwenken, wenn man sieht. So, jetzt kommt es so los. Okay. Und jetzt wirst du so verhäckseln. Durch die Fahrzeuge oder direkt aus her? Also ihr habt jetzt erst einmal selber gezogen und dann habe ich selber gezogen. Vorgezogen. Ja. Das ist das da, ne? Ja. Also ihr habt es einfach im Internet ein Ding gesehen, ein Schwarzbrust in der freien Natur und der hat das gefressen. Nein, ich denke, jetzt guckst du mal da drauf. Und jetzt kommt das wieder wie. Mit dem Ei. Also das Easy Gym gibt es auch mal für Kanarien, auch mal für Kabelbeete. Ich habe aber das für Kanarien. Mhm. Also es ist richtig, was jetzt so pappig. Ein Block, ne? Das war jetzt 2 Euro, oder? Das war alles. Normal mache ich immer 2 Euro. Und das langt mir aber für den ganzen Tag. Also bei den Jungen, wo ich habe. Der reicht eine oder zwei. Die blieben brutal. Echt? Ja. Und das wird also so hohe Streifen. Mhm. Ja, okay. Gut. Also dieser an dem Mist wird normalerweise gleich. Schwarze frisch schon.
zwischen die zwei große, wie die der halb so steht und der kleine halb so schwarz. Ja, das ist nicht gut. Ja. Also wenn ich morgens irgendwas vor meiner Minute schon sieben